Servus, grüß euch, da ist er wieder, der Bachmeier mit seiner Kolumne in der TZ München. Heute gibt's Milchreis mit Mango. Und dafür müssen wir unseren Milchreis erst einmal 5 Minuten blanchieren, damit sich die Stärke löst und danach wird er abgegossen. Während mein Reis kocht, erwärme ich mir meine Milch. Dazu gebe ich dann Vanilleschote, Zimt und etwas abgeriebene Zitronenschale. Jetzt kommt noch etwas Zucker dazu. In meine erwärmte Milch gebe ich jetzt meinen vorgekochten Reis und rühre den unter. Und das Ganze lasse ich jetzt für ca. 25 Minuten sieden. Während mein Reis vor sich hin siedet, bereite ich mir die Mango vor. Die schäle ich mir erst. Danach schneide ich mir von der Mango schöne Scheiben runter und schneide die danach in Würfel. Und alles, was ein bisschen unregelmäßiger ist oder noch am Kern klebt, schneide ich mir dann weg und aus dem mache ich mir dann eine Mangosoße. Und jetzt mixen wir uns die Abschnitte fein mit einem Stabmixer oder einem normalen Mixer kräftig durch. Jetzt vermische ich die geschnittenen Mangowürfel mit dem Mangopüree. Schmeckt das Ganze noch mit Zitronensaft ab. Perfekt. Der Milchreis ist jetzt fertig. Jetzt rühre ich mir noch in den heißen Reis die Butter ein. Dann fülle ich das Ganze in ein kleines Schüsselchen um und stelle den Reis für ca. 20 bis 25 Minuten kalt. Nachdem der Milchreis ausgekühlt hat, nehmen wir uns die Vanilleschote raus. So. Und unsere Zimtstange. Wenn wir es finden. Da ist sie. Und jetzt kommt noch von unserer geschlagenen Sahne ein Löffel damit rein. Und dann heben wir uns die Sahne vorsichtig unter dem Milchreis. Jetzt ist er richtig schön locker und genauso wie in Hongwei. Und jetzt wird der Milchreis abgefüllt, am besten in ein Glas. Da schaut er am schönsten aus. Schicht für Schicht. Erst den Reis. Und dann nehmen wir uns unsere Mango. Schauen, dass am Glasrand gleich immer ein bisschen was ist, weil das schaut immer am besten aus. So. Und dann wieder etwas Milchreis. So, und jetzt noch etwas Garnitur. Und schon sind wir fertig mit unserer Kindheitserinnerung, mit unserem Milchreis. Servus, bis zum nächsten Mal, wünscht euch der Bachmeier. Pfiat euch!